Hallo Freunde, willkommen zurück in South Park. Es erwartet uns eine interessante Nacht. Hey, ich bin weg von meinen Unterhosen. Wenn ich es mir recht überlege, nehmt doch lieber meine Unterhose. Ja gut, dann. Just 'cause I'm small doesn't mean you can ignore me. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie die Wichtel da was machen wollen. Wenn das Messer größer ist als der Wichtel. Scheiß Idee. Veto. Nein, 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 nein. Okay. Gut, schauen wir mal, was wir als nächstes tun können. Die haben alle Schilde wie die Blöden. Na super. Magier. Okay, das sind alles recht magische Gesellen. Hm. Erstmal bluten und verlangsamen. Okay. Hörst du auf, mit Steinen zu schmeißen? Der da oben scheint die gefährlichste zu sein, aber der ist fast down. Gut, kümmern wir uns mal um den da. Oh. Ja, super. Okay. Au. Nicht gut. Sehr gut. Okay. Ja, toll, was machen wir jetzt? Badges angucken, neue Items angucken, wäre was gewesen. Okay, Wichtelhandschuhe haben wir. Ja, also so brauche ich mit den anderen morgen nicht zu spielen. Und ins Bett kommen wir auch nicht mehr. Ja, für alles nichts. Müssen wir uns mal was Gescheites anziehen. Die Schlappkappe. Genau, eine PM geheilt. Moment. Okay. Dann hatten wir diese Diebesrüstung hier. Wegen Vampirismus und Lebensarten. Ja, genau. Wichtelhandschuhe, die sind neu. Fügt Rüstungen zu und schwächt feindliche Angriffe. 20% Schaden durch zweihändige Waffen. Ja, zweihändige Waffen haben wir nicht. Aber wir haben hier einen neuen Patch bekommen. Bergarbeiter steigert die maximalen Trefferpunkte um 10%. Ja, also mit den Trefferpunkten war ich bisher eigentlich ganz zufrieden. Ganz besonders mit der Wiederherstellung dieser. Das heißt, wir lassen das erstmal bei der altbekannten Ausrüstung, würde ich sagen. Ja, im Wurfmesser müssen wir, glaube ich, auch nichts basteln. Ja, und den Klingenfänger werde ich erstmal nicht abgeben. Aber wir haben eine Aufwertung verfügbar. Verringert die MP-Kosten für diese Fähigkeit. Das halte ich für extrem wichtig, weil 20 MP ist doch ein bisschen arg krass. Okay, dann müssen wir den wohl hinterher. Ich will wieder groß werden. Frechheit. Komm da in mein Zimmer, wollen wir die Unterhose klauen und dann schrumpfen wir mich auch. Okay. Erstmal, ich geht ein Spinnenbein. Zum anderen, Mausefalle. Nicht so lustig. Aber wir haben hier eine Tasche mit Wichtelhelm und ein super elastischer Ball. Schauen wir mal nach dem Wichtelhelm. 15 Rüstung, schwächt feindliche Angriffe. Jede Runde 3 MP, wenn geschrumpft.
Nee. Super elastischer Ball. Was macht denn der? 100 Schaden. 9 Ziele. Nee, nee, nicht. So. Was haben wir denn hier? Genau, fügt bei perfekten Angriffen Frostschaden hinzu. Ist ja ganz nett, aber es sind nur 4 Angriffe. Beim superelastischen Ball treffen wir 10 Ziele. Und wir benutzen sie eigentlich nur zum Verlangsamung zum Blutung drauf machen. Jetzt müssten wir uns halt damit entscheiden, ob wir die Ziele verlangsamen wollen oder bluten lassen. Ich bin inzwischen eigentlich fürs Verlangsamen, weil wir haben so viele Fähigkeiten und Möglichkeiten, die Ziele zum Bluten zu bringen. Erste Kampfrunde einmal den Ball, dann sollte alles verlangsamt sein und danach haben wir unseren Dolch und unsere Fähigkeiten. Das sollte ausreichen. Okay, ein Wichtel weniger, um den wir uns Gedanken machen müssen. Dafür haben wir da jetzt eine Ratte, die uns Probleme machen könnte. Oh, der reicht nicht mal der Stromstoß. Aber die Falle. Dafür ist die irgendwie da. Good job. Naja. Dann hat er erledigt. Dann schauen wir mal weiter. I just sometimes feel like we should tell him the truth. Why? So we can relive it all in his head? It's better that he can't remember. But if he really has this gift, he's going to discover it again on his own anyway. And then they'll try and use him for his gift and he'll become a weapon. They won't stop looking for him. We have to keep everything secret, even from him. I'm so frazzled. Will you just make love to me? Gut. Of course I will, darling. Kleiner, das sind deine eigenen Eltern. Wow. Okay. Es sorgt auf jeden Fall für eine interessante Geräuschkulisse. Das sieht schon sehr nach... hier geht's weiter aus. Okay, die Ratte kommt offenbar nicht so ganz an uns ran. Hör auf, da zu nagen. Die hat's hinter sich. Gut, schauen wir mal, ob wir an die hinteren auch noch rankommen. An eine mit Sicherheit. Aber an die kommen wir wohl nicht mehr. Okay, das heißt, eine ist manuell. Dann sehen wir auch mal, was die Ratten können. So, liebe Ratte, einmal verlangsamen, wie geplant. War okay. Dann haben die keine Rüstung. Das heißt, da können wir mit normalen Dolchangriffen eigentlich genug Schaden anrichten, oder? Ja, das ist okay. Nur eine Blutung ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Wir schauen mal, ob wir sie betäuben können. Das ist ganz okay. Da kann man, glaube ich, nicht motzen. Das kostet jetzt nur noch 15 MP. Das ist schon gut. Sie ist betäubt. Erlösen wir sie. 4200. Alles klar. Der Junge macht einen Sauschaden. Da freuen sich sogar die Eltern. Wichtelhacke. Oh, die macht gut Schaden. Panzerbrechend. Durchdringt 20 feindliche Rüstung. Schildschmettern. Doppeltreffer, 2 harte Treffer. Also die ist eigentlich nicht so schlecht, aber ich stehe gerade irgendwie auf unserem Käsemesser hier. So,
So, bevor wir uns das angucken, möchte ich nochmal auf der anderen Seite schauen. Dann sollte es ja auch weitergehen. Okay. Strom ist schlimm, okay. Wichtelkleidung. 30 Rüstung. Abwehr erhöht zu Beginn des Kampfes. Das ist eigentlich nicht schlecht, aber damit sehen wir halt aus wie Karl Arsch. Panzerbrechen. Wir haben 100 Rüstung. Ui, das wäre eigentlich was für unsere Messer. Okay, schauen wir mal hier auf der anderen Seite der Wand. Lichtschalter. Ich ahne Schreckliches. Junge, das sind deine Eltern. Oh Gott. Ein kleines Medaillon. Also ich versuche das jetzt mal so gut wie möglich zu ignorieren dahin. Ah, Lemmingbings als neuen Freund. Richtig, aus der Schule noch. Bill, du bist schwul. Fosse gefällt das. Okay. Okay, ich hatte schon im Gang in der Schule den Eindruck, dass der nicht ganz hellsichtig ist. Nein, ganz entspannt. Du machst mich wieder groß. In meinem Zimmer, wenn es geht. Und. Fuck me! Fuck me, you fucking cocksucker! Come on, fuck me, I said! That all you got, bitch! Yeah! Das ist ein Glück, dass das kaum ablenken ist da oben. Okay. Wichtel. So nett, mein Freund. Okay. Au. Yeah! Dirty bitch. Wanna see me in the panties? Gut, wir sollten vielleicht als erstes mal das Feuer löschen. Das heißt, irgendwo muss ich da noch eine Flasche Wasser haben. Auf geht's. Kaugummi-Krösus erhöht außerdem unseren Angriff dabei. Das ist nicht schlecht. Der scheint mir der gefährlichste zu sein. Also gut. Oh, jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Ich wollte doch eigentlich den SWAT-Helm. Ah, ich habe mich davon beeinflussen lassen, weil da ja noch ein Sticker drin ist. Flixt. Gut, wir sind nochmal dran, weil die eben verlangsamt sind. Der hat keine Rüstung. Das heißt, normale Angriffe reichen. Heilung war auch drin, aber nichts, was wirklich gut ist. Klar, der hat noch nicht geblutet. Wenn wir ihn jetzt rausnehmen, durch Blutung haben wir Vampirismus. Der hier läuft schon besser. Hey, guck mal. Okay, ich bin noch nicht so ganz glücklich. Der Ball verlangsamt zwar, aber die Blutungen gehen jetzt zu langsam auf die Ziele, wie ich finde. Das heißt, wir müssen ein paar Dinge anpassen. Ich ziehe mir doch nichts mit Bremsstreifen auf den Kopf. Geht's noch? Wir schauen uns nochmal diese Sache an. Das hätte uns gegen die Wichtel eben sehr geholfen, glaube ich. Ja, die Wichtelkleidung muss jetzt nicht sein. Auch wenn zwei Sticker nicht schlecht sind, aber nee. Nee. Das ignoriert 100 Rüstung. Ja, ich bin mit dem Ball gerade nicht so ganz glücklich. Das Wurfmesser. Fügt Blutungen hinzu. Und verlangsamt die Gegner auch. Wir bleiben erstmal beim Wurfmesser, glaube ich. Besser ist das. So, dann schauen wir mal runter zu Warlock. Na komm, jetzt zick nicht rum. Nein. Wichtel? Ihr habt den Streit angefangen. Ich habe das Gefühl, das wird ein ganz furchtbarer Kampf.
Gut, was kannst du denn? Er ist Chef, das heißt, man kann ihn nicht betäuben, schlafen oder was? Oh, hat er viel Rüstung. Nicht gut. Gut, looten ist erstmal schön. Was? Hörst du auf 680, obwohl ich geblockt habe? Ist doch immer ganz gescheit. So, mitten in der Nacht, ich bin müde. Ich brauche einen Kaffee. Blutung passt. Exekutieren halbiert seine Rüstung. Das machen wir gleich mal. Los, hat er nur noch 5800 Life. Na, ich sehe gerade, gegen ein einzelnes Ziel ist unser SWAT-Helm natürlich mal wieder richtig super. Naja, wie man es macht, man macht es einfach verkehrt, oder? Ansonsten geht's uns gut. Wir meucheln mal. Und dann war es unter 1000 gleich. Meucheln ist einfach ein bisschen... Was? Nein! Dieses Spiel ist so, so krank. Er konnte jetzt nicht sterben. Er musste diese Szene noch bringen, oder? Ja. Nein. Grausame Welt. Was lernen wir daraus? Egal wie schlimm die Nacht ist, der Morgen danach kommt wieder. Okay. Von dem Schock muss ich jetzt erstmal wieder runterkommen. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Episode, Leute. Bis dahin, haltet die Ohren steif und nur die Ohren, hört ihr? Macht's gut. Ciao.